Pass auf, wir probieren es gleich. Installiert gerade, ich gehe kurz wohin, dann bin ich gleich wieder da. Und wir bleiben natürlich ruhig. Ne, das ist alles in Ordnung. Hätte ich mal meine Wireless-Dinger an, dann hätte er mich beim Pissen hören können. Schade. Natürlich. Wie lange dauert denn das noch? Was soll denn das? Beeil dich. Immer am Ball! So muss das. Ich hoffe, das kann man mit Controller spielen. Ich habe keinen Bock jetzt auf Tastatur. Obwohl, da stand ja, der Controller ist geflogen. Wehe, das ist scheiße. Was ist denn der Weltrekord? Null. Wow, toll. Was muss ich denn jetzt hier machen? Bisschen leiser Audio, oder? Ich hasse laute Musik immer, das geht mir so auf die Eier. Machen wir mal so, ne? So ist okay, Lautstärke. Oder leiser. Na, keine Antwort wird es. Ist okay, sehr gut, danke, Jin. Das Erste, was man natürlich macht. So, episch ist schon das Höchste. Okay. Da wollt ihr hin. Pause. Selbstmord. Okay. Vector Feuerspringen. Mehr gibt's nicht. Ich weiß nicht, was Vector ist. Warte, warte, warte. Okay. Was muss ich denn machen? Ich hab kein Feuer und...
Ich muss einfach durchlaufen, ne? Hier, habt ihr Ziel. Erstmal. Alter, wie langsam springt der denn? Okay. Was? Hau ab! Och nö, ey. Lass mein Hühnchen in Ruhe. Ah! So einfach. Easy game. Bin tot. Oder? Nein! Was ist das denn? Ich komme hier nicht mehr. Okay, wir müssen durchrennen. Einfach durchrennen. Easy game. Bleib mal ganz ruhig. Hallo. Nicht wundern. Habe ich schon mal gesagt, warum ich eigentlich Dark Souls und so hasse? Oder Mario Maker? Weil ich Spiele hasse, wo der Sinn es einfach ist, die ganze Zeit zu sterben. Ohne, dass man eine Chance hat. So, hier war ein Safe, oder? Wo geht's denn weiter? Dann muss ich hier hoch und dann da. Okay. Wo man eigentlich gar keine Chance hat, außer man stirbt 8 Milliarden Mal. Willst du mich verarschen? Was ist das denn jetzt? Oh, shit. Hä, hatte ich nicht einen Safe? Ich mach kurz mal Selbstmord. Eine Kiste mit Hühnern? Da meinst du? Was ist denn das jetzt? Habe ich ein Item? Oh. Gut zu wissen. Aber ich reg mich gerade eher auf, warum der nicht gespeichert hat. Da war doch safe, oder? Da ist auch eine Kiste mit Hühnern. Scheiß drauf, brauchen wir nicht. Komm auch so. Warte, wo ist die Kiste hin? Du willst mir doch jetzt ver... Oh, es gibt eine Rolle. Okay, gut zu wissen, dass auch eine... Oh, komm, wir spielen in der Ego-Sicht, oder? Ha! Huh! Ego-Sicht ist vielleicht doch nicht so geil. Ich kann nichts machen. Mhm. Das ist super, das Spiel. Aber ich habe schon gar keine Kraft mehr, mich aufzuregen. So, und hier war doch ein Safe. Wo ist der Safe hin? Safe. Ach, ich muss den Ballon irgendwie treffen, oder? Wo ist er hin? War der nicht hier eben noch? Ich höre ihn doch. Komm, das ist doch... Das ist doch scheiße ohne... Bleib jetzt einfach hier. Fickt euch. Hier links ging's weiter, oder? Was? Warum? Hier ist Speichern. Ich spiele mit Controller. Keine Ahnung, wo G dann da ist. Hier ist Speichern. Das ist damit easy. Ach, wir speichern nicht. Wir gehen einfach durch.
First Try jetzt. Guck, das nehmen wir jetzt mit. Wie geht das nochmal auf? Habe ich hier gerade mein Hühnchen geschlagen? Wie geht denn das auf? So. So geht's nicht auf. Probier. Ja, nervt mich nicht. Ich will die Kiste aufkriegen. Irgendwie geht die doch einfach draufspringen, wie Mario. Nö. So. Ah, so. Jetzt haben wir irgendwas. Benutze ich natürlich sofort. Alter, warum? Komm doch jetzt. Alter Vater. Jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es. Jetzt ist easy. Wo geht's denn weiter? Ach so, da. Okay. Ist er jetzt nicht, ich komm. Ah, okay, auf den müssen wir. Alter, der springt, wenn man einmal drückt, 40 Meter. Die Tipps kannst du auch nicht so schnell lesen. Ja, der Arm ist noch heile. Och Mann! Alter, diese Steuerung ist aus der Hölle. Komm, konzentrieren. Das macht Spaß, das Spiel. Da müssen wir hin, ne? So, hier war das doch, ne? Vermute ich mal einfach. Das ist doch ein Witz. Der Name des Huhns ist Rosimante, Mama! Boah! Komm, jetzt machen wir ernst. Vertest. 10 ist meine Rücknummer gewählt. Machen wir jetzt. Easy. 10 ist der Durchlauf. Easy. Guck, die kriegen wir nicht. Da holen wir uns wieder das Hühnchen. Naja, der macht irgendwas ganz Tolles. Jetzt holen wir uns das Speicherteil. Was macht er denn hier überhaupt? Ha! Ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat. So, komm runter. Komm runter! Jetzt gehen wir nämlich auf den daneben. Der Speicherballon taucht nur. Muss ich auf das Schild stellen. Was für ein Schild? Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt, ohne hinzugucken. Blind machen wir das. Boah, er bleibt auch immer stundenlang liegen. Okay, easy. Jetzt box mich. Wie soll ich an diesen Speicherballon auch kommen? Das ist unfassbar. Ich weiß auch niemals, ob das richtig ist, was ich hier mache. Das war dumm. Das war gut. Ist auch vielleicht da lang? Komm, nicht runterrollen. Nicht runterrollen. Mach jetzt nicht so einen. Okay. So, jetzt warten. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja schlau.
Das kommt nicht mehr runter, oder doch? So, easy game. Weh, ich brech mir jetzt die Beine. Okay. Ist das das Ziel? Sind wir durch? Wir haben das Spiel geschafft. 11 Versuche. Was ist das? Ah, okay, gut zu wissen mit den Sturzschirmen. Was müssen wir denn machen? Was müssen wir tun? Oh Gott, ich hab mich verdrückt. Ich kann mir nur vorstellen, auf das andere Flugzeug zu jumpen. Aber ich habe keine Ahnung wie. Es ist doch hier nicht auf die Ballons, oder? Okay. Ist das überhaupt das, was ich machen muss? Tiefer Rektor? Hallo? Bin ich tot? Hallo? Okay, jetzt aber. Muss ich da drauf? Ah, ich hab's gesehen, da war das Loch. Oh mein Gott. Wir müssen da auf diesen Flügel drauf. Ja, das ist super. Also einfach so ein random Sprung. Ist das überhaupt richtig, was ich mache? Oder muss ich vorspringen? Wahrscheinlich muss ich vorspringen. Hä? Warum konnte ich nicht springen? Ist das wegen... Sag jetzt nicht, das wegen der Turbine, dass das nicht geht. Es geht wegen der Turbine nicht. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, ich habe eine Idee. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir einfach nur runter. Oder? Wenn der genau da... Ich glaube, das ist die richtige Idee. Ich glaube, das ist die richtige Idee. Was? Okay. Nochmal. Okay, so geht das. Das ist die richtige Idee. Das ist die falsche Idee. Das geht auch nicht. Einmal liegst, kannst du gar nichts mehr machen. Ui. Warum mache ich das? Ui. Das kann doch nicht Sinn sein, in dieses Fickloch da zu gehen. Ich probier's nochmal. Das war so rum. Das war knapp. Pass auf, nach Gefühl jetzt. Pass auf. Oh, ist das eine Rotze! Ich habe auch bei solchen Dingen absolut kein Gefühl, wann man abspringen muss und so. Da war viel zu spät. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo die... Ich achte jetzt mal auf die Flugzeugnasenspitze. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es richtig ist, was ich hier mache. So, jetzt.
Das war fast, ne? Das war fast. Das war fast. So, war das jetzt zu früh oder zu spät? Zu früh, ne? Das ist, glaube ich, kompletter Bullshit, was ich gerade mache. Okay. Kann ich hier einfach hochlaufen? Okay, das geht. Ist das vielleicht von hier besser? Der blaue Teil ist... Das ist genau hier drunter, ne? Ich kann das so gar nicht kriegen, wie ich es die ganze Zeit probiere. Ich muss nach vorne. Das geht nur von hier. Aber da kann ich nicht springen. Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Kann ich hier runterlaufen? Ah, okay, so geht's. Okay. So, wir wissen, wie es geht. Einfach, jetzt machen wir es. Es ist jetzt mega einfach, wenn man einmal drauf gekommen ist. Ich habe ja springen gedrückt. Einfach. Jetzt machen wir da aber. Jetzt springe ich nicht, jetzt laufe ich nur. Das ist jetzt einfach, das ist geschenkt. Ne, das ist quasi ein Elfmeter. Muss ich da überhaupt rein? Ja, ne? Jetzt aber. Jetzt mit Wut! Nein, du! Okay, ich muss viel eher ablaufen. Hi, Lina. Jetzt! Viel zu spät! Noch viel eher. Mann, ey. Ist das überhaupt richtig? Ja, ist es. Pass auf, wenn der auf der Höhe ist. Jetzt. Der war schon knapper. Ja? Wir bleiben unter 50. Mit Ansage, wir bleiben unter 50. Ist das überhaupt richtig? Das war doch drauf. Oh fuck, ich hab den Zeit. Ach komm, ey, das ist doch scheiße, das Spiel. Jetzt aber. Blind, Augen sind zu. Was? Ich bin der größte Alt-F4-Spieler. Mach nur noch Augen zu. Okay, das war nicht gut. Ah, okay, ich kann Hühner werfen. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das Teil jetzt wenigstens oben? Natürlich nicht. Jetzt wirf doch das Huhn da drauf. Kann ich nur einmal das Huhn da drauf werfen? Aber okay, doch nicht. Easy game. Guck mal, jetzt klettern wir hier einfach hoch. Ist ja überhaupt nicht schwer daran. Das war nur ein Test. Alter, was? Was zu... Jetzt trifft doch dieses... Das
ist doch ein Witz. Willst du mich ein... Ach so, oh mein Gott. Okay. Oh mein. And his name is John C. Da schreie ich mich schon gar nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Das ist doch nicht wahr. Bevor er sauer ist. Was habe ich da jetzt? Ich weiß noch nicht mal, was das bedeutet. Muss ich da rein? Shiny, ne? Wo muss ich denn weiter? Tür? Tür. Ach, das geht doch eh weg, wenn ich drüber laufe. Wetten? Okay. Hör, was? Ich habe aus Versehen die Kacke aktiviert. Okay, hier geht's glaube ich weiter, ne? Aber nicht so. Nicht so. Oh, wie kann man denn von Wasser sterben? Du dummes Arschloch. Ich bin immer noch im L'Oreal-Modus. Ich drücke die ganze Zeit L3 zum Sprinten. Wie bei Hogwarts. Komm einfach rein da. Easy. So, das ist hier Easy Snack bisher. Okay, jetzt schaukeln wir ein bisschen. Kann ich mich hier drauf bewegen? Ja. War mir gerade schlecht. Okay. So. So wäre doof. So wäre gut. So ist doof. So ist gut. Ist doof. So ist gut. So war doof. Oh Gott! Oh. Oh. Boah, wer sowas oder Dark Souls oder so mag, ey, der fickt doch Frösche. Mein Gott, ey. Keine Abkürzung hier irgendwie so lang? Nee, scheiße. Kann ich hier lang? Da ist ein Wer hat ernsthaft Spaß an der Scheiße? Muss irgendwas ganz schief gegangen sein. Ach komm! Glück ab. Ach komm! Glück ab. Komm her, Hühnchen. Was machst du denn überhaupt? Ey, ich weiß gar nicht, was der macht. Ich will es auch nicht einfach. Ach, ich drück's einfach. Willst du mich verarschen? Kommen.
Es ist immer schön wegzufliegen, ja. Mein letzter Urlaub ist viel zu lange her. Wir haben wieder Zeit für Ferien, ne? Komm, hier muss man sich nur konzentrieren. Geh was speichern. Gut, dass ich zum Testen nicht mache, wenn ich weit bin. Etwa so klar. Etwa so klar. Komm, jetzt hier Ego-Perspektive wann. Wir haben noch Zeit, wir müssen einfach nur abwarten. Ich sehe nix. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Scheiß drauf. Ich glaube, so ist ganz gut. So ist scheiße. Ah, guck mal, da war ich schon mal. Du schlägst dich gut weiter so. Alter. Ich hätte eine Runde CSGO noch spielen sollen. Nein, warum springe ich? Warum springe ich? Der springt, wenn man einmal springt, der springt 40 Meter weit und braucht dafür 50 Sekunden. Springen ist das Letzte, was man bei diesem Fick hier drücken sollte. Einfach ganz normal laufen jetzt. Warum würde ich springen? Der kriegt die Teile ja noch niemals auf, der Dumme. Was war das denn jetzt? Ich hab nichts gedrückt. Alter. 3 Wochen noch, das ist gut zu wissen. Ich habe meinen Urlaub schon geplant. Zocken. Warum springt... Oh, war easy. Warum warte ich nicht einfach ab? Wenn es nicht 22 Uhr irgendwas wäre, würde ich so laut hier schreien. Aber A, habe ich keine Kraft mehr und B, will ich den Rentnern ihre 14 Stunden Schlaf am Tag gönnen hier. Können ja nichts dafür, dass irgendein dummer Bauer dieses Spiel hier programmiert hat. Bestimmt vom selben Macher wie Dark Souls. Schmutz zu Schmutz. Jetzt einfach abwarten. So, und jetzt springen wir. Und hier habe ich noch nicht den Dreh raus. So ist doof, so macht keinen Sinn. So ist doof, so macht keinen Sinn. So ist doof, so ist kein Sinn. So ist doof, so ist kein Sinn. Ich benutze mal unser Item.
ich nicht eigentlich hier direkt... Ach, das habe ich ja schon 8 Millionen Mal probiert. Na, was für ein Item ist hier? Alter, wie bei CS stehst du daneben und triffst nicht. Ich wollte nur gucken, welches Symbol der Helikopter ist. Doof. Gut. Doof. Gut. Warum lasse ich mir nicht Zeit? Es gibt kein Zeitlimit, nix. Warum? Warum? Gutes Morgen, kann ich richtig viel zocken. Bis 16 Uhr. Dann muss ich weg. Weil ich garantiert nicht Doppelpass gucke. Alter, ich hab's schon wieder probiert. Und auch sonst mal wieder nichts vorab. Außer ab 16 Uhr. Komm, da können wir auch hier rein. Kann ich den ganzen Tag... Ah, nein. Gut. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Solange ich noch Spaß an diesem Spiel habe. Der Spielspaß kennt keine Grenzen. Die besten 2,50 €, die ich je im Leben angelegt habe. Doof. Gut. Doof. Gut. Doof. Gut. Doof. Gut. Das kapiere ich noch nicht. Dann muss ich vielleicht hier stehen. Draußen. Nein. Ich wäre schon fast wieder gestorben. Jetzt bräuchte ich den Helikopter. Und zwar nicht den ohne Unterhose, den Helikopter. Da ist doch jetzt ein Helikopter für mich drin. Was ist denn das für ein Symbol? Wir nennen es einfach mal... Was soll denn das sein? Wir nennen es einfach mal, das I penetriert das C. Was macht es denn? Gar nichts. Okay. Das ist also richtig scheiße, das Penetrations-I. Ja komm, ey, dieses Teil ist so unnütz. Tötet einen ja noch niemals. Doof? Gut. Gut. So. Easy Snack. Wohin muss ich? Da oben hin? Ah, hier. Ja, Alter, wie lange geht das im Map noch? Okay. Müssen wir da hin? Ne, da sind wir hergekommen, ne? Das sollte eigentlich einfach sein. Thank you.
bin eigentlich immer ruhig, wenn ich zocke. Also so ein Spiel bringt mir auch nicht zum Ausrasten. Weil ich genau weiß, dass irgend so ein pickliger, fetter Bastard in seinem Keller bei seiner Mutter, als er 45 ist, Monate und Jahre lang diese Scheiße programmiert hat. Um jämmerliche 2,50 Euro dafür abzusagen, wovon die Hälfte noch an Steam geht. Ich hab nicht verloren, 67 Mal. Er hat verloren. Alter, wie lang ist das Level noch? So lang muss ich. So lang muss ich! Scheiße. Ich würde vermuten. Aber da werde ich doch nur platt gemacht. Komme ich da hoch irgendwie? Komme ich doch nie im Leben hoch. Ach doch, da außen, ne? Wenn ich da drauf jumpe und dann da, müsste es klappen, ne? Sagen wir? Sagen wir, ne? Ohne Witz, warum gibt es kein Speichern? Irgendwie. Das ist der Durchgang. Das ist, wir haben jetzt 69 verkackt, jetzt ist vorbei, jetzt machen wir es. Ah. Immer diese mit Hektik kommst du im Leben nicht weiter, das lernt man bei diesem Spiel. Ja, deswegen war der Typ mit 45 auch noch bei Mama im Keller. Keine Hektik auszuziehen. Ach, Kacke. Meinst du? Ich fühle mich so ruhig wie den ganzen Abend noch nicht. Über. Wenn das ein gutes Spiel wäre, dann würde ich mich vielleicht aufregen. Aber das Spiel ist scheiße. Da rege ich mich gar nicht erst auf. Ja, guck mal hier. Oh, eine Tür. Oh, guck mal, wir haben alle Zeit der Welt. Doof. Gut. Ja, ist total einfach. Oh mein Gott, ich... Ach, wer braucht schon Speicherzeichen? Na, das machen wir jetzt First Try. Ich habe die ganze Zeit mit links gespielt, jetzt spiele ich mal mit rechts. Ja, ich brauchte neue Musik. Hmm.
Warum? Achso. Okay. So. Das war dumm. Das war gut. So. Oh, fuck. So, jetzt gucken wir uns oben. Geht's da lang weiter? Warum programmiert man dann nicht... weil er... Ich darf ja jetzt auch nichts Falsches sagen. Wir sind ja ein lehrreicher Stream. Wir dürfen hier nicht beleidigend sein. Sicher, dass ich da hinten herkomme? Komm ich da hinten her? Ja, komm ich, scheiße. Mir bleibt nur eine... Möglichkeit. Ja, wir sind aber schon mal ein Stückchen weiter. Wir wissen, da kommen wir her. Dann habe ich die ersten 73 Mal nicht gesehen. Wobei, so oft war das ja gar nicht. Wir waren ja bei Ver... Ungerechtigkeiten in der Welt. Da regt mich doch viel mehr auf als sowas hier. Hier durch diese Scheißtür. Ne? Geregeltes Grundeinkommen. Das regt mich viel mehr auf. Ach du Fuck! Hier bleiben wir ruhig. Ja, ist nichts passiert, ne? Gut. Wir bleiben ruhig. 2-2 auf Schalke ist doch ein super Ergebnis. Schalke-Derby ist immer schwer. Ja. Du Sohn eines arschgefickten Lamas, das kann doch nicht wahr sein. Mein Gott, ey. Twitch eingestellt ist nicht für Kinder, ne? Aber wenn ihr irgendwelche Wörter hört, die ihr nicht in eurem Sprachschatz kennt, die... Ach, ist egal, ich sag nix. Ah! Alter, du bist so ein Hurenkopf. Alter Vater.
Warum springe ich? Okay, weil ich kann. Nein, bitte nicht, bitte nicht! Mann! Heute ist Samstag, ey, die Rentner sind eh alle tot im Haus. Ist mir jetzt scheißegal. Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Alter Vater. Nein, bitte nicht. Nee. Ich muss jeden Sprung eigentlich so machen, mit der Ego-Perspektive ausrichten. Warum? Warum? Ja, die schlafen wie ein Stein, weil sie alle tot und alt sind gleich, ey. Mein Gott. Rentner Ritter habe ich hier, ey. So springt er auch. Weil, wenn ich als Rentner noch so springe, wäre geil. Kriege ich ja jetzt noch niemals mehr hin. So eine Rüstung mit einem Cock auf dem Rücken. Alter, das ist doch nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Wer sowas programmiert, schlägt auch seine eigenen Kinder. Ah ne, der hat gar keine. Keine Frau mit halbwegs Selbstwertgefühl ihn ranlassen würde. Niemals irgendeine im Puff. Ja, die würde sagen, bald das Geld. Ich schlaf lieber unter der Brücke. Du warst der Macher von Alt 4. Deine dicke Mutter, das kann nicht wahr sein. Jetzt springe ich vorbei. Das, wie? Wie? Die ist nämlich genauso schlecht wie das Spiel, die Wii. Wenn eine Wii hat, ist auch ein... Bin ich bei unter 2 Stunden, kann ich das Spiel refunden? Ja, bin unter 2. Wie hitte... Ach, ich muss das mit den Huhn hitten. Dafür gibst du 10 Cent aus. Daddy Shark, Daddy Shark.
Daddy Shark. Daddy Shark. Alter, warum? Ich weiß auch gar nicht, wenn ich jetzt das Spiel beende, starte ich dann bei dem Level wieder? Ich wette nicht. Warum auch? Ja, einfach alles nochmal machen. Das Flugzeuglevel war einfach. Einfach Augen schließen. Wer nicht gesehen hat, der beste Flugzeugfilm aller Zeiten. Final Destination 1. Gott. Ah nee, ich nehm's zu. So, und jetzt ein Profi-Tipp aus jahrelanger Erfahrung. Wenn man vielleicht doch ein bisschen wütend ist, ne? Man hat ja auch immer seine Schublade mit den alten Sachen, ne? Da sind oft auch Controller drin, die ja kaputt sind, weil sie gegen eine Wand geflogen sind oder ähnliche Sachen. Man nimmt sich ein. Und dann wirft man nicht den heilen Controller natürlich. Legt ihn sich schön zur Seite. Probiert es erst einmal nochmal neu. Wohin muss ich? Muss ich wirklich da drauf oder muss ich einfach hier drüber und dann da rum? So bleibt der Controller heil. Und ja, Geld sparen. Ja, damit ich mein Geld investieren kann in so Spiele wie Alt F4. Warum mache ich das? Das klappt doch eh wieder. Oh doch, klappt. Komm, jetzt machen wir einen Durchrang. Aber ich springe einfach direkt weiter. Na, easy. Das Wichtige ist, man darf nicht immer direkt wieder werfen. Ne? Man geht jetzt nach dem ersten Wurf. Holt man sich den kaputten Controller einfach nur mal zurück. Ja, für das nächste Mal. So, und ganz wichtig, man muss auch
Ja, ich habe das früher auch falsch gemacht. Da habe ich auf Wände gezielt. Oder auf den Boden. Das geht viel zu schnell kaputt und dann verraucht die Wut. Und dann fühlt man sich schlecht, weil man was kaputt gemacht hat. Man will ja nicht kaputt machen. Man will ja nur Wut rauslassen. Deswegen zielt man auf so Sachen wie... Deswegen ist das ganz zufällig, steht mein PC hier und meine Couch direkt hinter mir. Man zielt auf so Sachen wie Couch, damit die Sachen nicht direkt kaputt gehen. Nur so ein bisschen. Ne? Steht da Tropfen. Man will ja nicht direkt zerstören, dann hat der Controller gewonnen. Man will ihn nach und nach zermürben. Darum geht's. Deswegen gebe ich euch ja auch keine Sechsen oder so direkt. Ne? Sondern ich sage, ey, hast du gut gemacht. Ich will sehen, dass du dich bemühst und so. Dann bemüht ihr euch. Dann kriegt ihr am Ende trotzdem die Scheißnote. Und ihr habt euch bemüht. Ihr habt euch angestrengt. Und ich habe es gesehen und ich wusste genau, wie es ausgeht. Und dann das Ende. Wenn ihr dann die Note... Das macht glücklich. Bitte steh auf, bitte steh. War hier nicht eben so ein Ballon? Ach, scheiße. So. Wohin muss ich? Ich komme hier nicht weg, oder? Die Mauer war doch vorhin noch nicht da. War die ganze Zeit da? Oh Gott, nein. Wo muss ich hin? Das kann nicht richtig sein. Wo muss ich denn hin? Ja, kennt er. Und bei euch werden Kinder im Keller gesperrt und vom eigenen Vater gefickt. Also ich wäre ganz ruhig. Wenn du jetzt hier Deutschland, Österreich aufmachst. Und bei dir wohnt Kylie, also du hast eh verloren. Wo muss ich denn hin? Jetzt habe ich es hier rüber geschafft und es ist falsch, oder was? Hier war doch dieser Ballon mit... Den kann man doch bestimmt eh nicht erwischen. Dann muss ich hier wirklich hier rechts auf dieses Teil da? Auf das da? Nee, ne? Das ist nicht die Lösung. Das ist bestimmt nicht. Wieso, Kenta? Du brauchst doch keine Angst haben. Schau die österreichischen Frauen an. Das würden selbst die nicht fisten und anfassen. Wenn du da rauskommst. Ha! Das ist dein Lieblingsspiel. Dann bist du ein Vollidiot. Wenn das dein Lieblingsspiel ist. Dann hast du entweder nur 2,50 Euro in deinem ganzen Leben bisher besessen. Ja, mehr nicht. Das ist die einzige Möglichkeit. Tun wir alle, Kenta. Also das Zweite. Du meinst doch Mirjam, ne? Das war eine 10 von 10 damals. Wer es nicht kennt... Du meinst doch die, ne? Ja, war eine 10 von 10. Die 2000er Frisuren. Unerreicht bis heute. Das kann nicht angehen. Warum?
Geht so, raus, Kenta. Timeout. Hätte ich Mods, hätte ich jetzt gesagt, Timeout für dich. 2000er Frisuren waren die besten. Also bei Frauen, bei Männern nicht. Da gibt's keinen Case zu öffnen oder zu schließen. Das ist doch scheiße, ist das! Wir bleiben ruhig, wir denken an Mirjam. Wobei, du kennst die 2000er Frisuren noch gar nicht. Warst du ja noch gar nicht geboren. Ha! Jin wird mir zustimmen, bestimmt. Ist genau so ein alter Sack. Alter, warum? Mein Gott, ey. Gacka kack deine Mama. Ich habe gleich mehr Stunden hier drin als in Counter-Strike, wenn ich jemals dieses Level beende. Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Wie viele Stunden habe ich in Counter-Strike? Na, ist doch scheißegal. Ich weiß ja noch niemals, wie es weitergeht, wenn ich jemals wieder da hinten hinkomme. Für Kenta österreichische Musik. Das ist doch Heidi-Musik. Ja, oder auch nicht. Der Anfang war zumindest so. Alter, wie kann man da nicht treffen? Das ist nicht das I, das penetriert. Das ist was anderes. Das ist die Arschrakete. Was macht die Arschrakete? Aha, gut, dass ich jetzt gedrückt habe. Okay, wir wissen, die ist auch Bullshit. Nee, jetzt abwarten. Ich spring irgendwo hin. Das kann nicht wahr sein. Na! Das ist doch jetzt ein Witz. Da seht ihr, wie scheiße programmiert dieses Spiel ist. Bitte lass hier das Ziel sein. Da oben ist es. Alter, nein. Was ist das denn hier alles noch? Nochmal diese Wie kann ich das Spiel jetzt austricksen? Hier ist ja nochmal Wasser. Kommt man irgendwie vom Wasser hochgeglitscht? Kann ich hier hochgesaugt werden? Da hier? Da oben ist auf jeden Fall das Ziel. Komm, ich renne einfach weiter. Vielleicht ist irgendwo ein Ziel auf dem Boden. Dann bin ich in Level 30 und hab das Spiel geschafft. Guck mal, was passiert, wenn wir in die Richtung rennen.
Hoffe ich doch mal. Wir tricksen das Spiel jetzt aus. Das ist doch. Wie kommen wir denn von da unten nach da oben? Oh, ich sehe schon. Oh nein. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo rein können. Macht mir gerade mehr Spaß als dieses gesamte Dreckspiel. Ist das Wasser? Nee, ne, ist nicht Sand. Guck mal, wie weit wir laufen können, bis irgendwas Geiles passiert. Wir sind noch nicht durch den Boden gefallen. Ach, guck mal, da sind die Schachbretttexturen. Wir nähern uns langsam dem Absturz. Kenta, wo gibt's die denn? Bei uns. Ja, das habe ich noch nie gehört, dass das gibt. In einem Märchen. Mich erinnert das an Benny Hill. Die Musik, die jeder kennt, aber nicht weiß, dass sie Benny Hill heißt. Also ich weiß auch nicht, ob die Musik so heißt, aber wenn man es googelt, findet man die Musik. Guck mal da, jetzt ist wieder Wasser. Wir haben das Spiel ausgetanzt. Mal sehen, wie weit die Texturen gehen. Kommen wir da hoch? Komm schon. Rotkäppchen. Wenn ich was aus Skyrim gelernt habe, dann muss man so seitlich, dann kommt man jede Steigerung hoch. Hatte jetzt gepasst. Ich mach noch bis 120. Dann habe ich echt keinen Bock mehr. Ich wusste nicht, dass das nach den Leveln nicht speichert. Dann hätte ich das nicht heute Abend noch. Ja, den haben wir heute nicht gesehen. Das kann doch einfach nicht wahr. Ich habe schon so viele Leichen, dass ich überhaupt nicht sterbe. Warum bin ich denn golden? Ach, weil das mein 100. jetzt ist. Wow. Allerbeste sein, keiner vor mir war. Bam, bam, bam. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land. Ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was in diese Macht verleiht. Pokémon! Ach komm, ey!
Warum springt er so kurz ab? Das kann doch nicht ein... Das kann nicht wahr sein. Ich habe noch 4 Klassenarbeiten von meiner Klasse hier. Ich schwöre bei Gott. Ich werde die gleich noch korrigieren. Ich gebe den allen 6. Ist mir scheißegal. Da hilft doch kein Babyfolter mehr. Wobei, von Jin hilft dir. Ach nein, das war zu früh. Das war zu früh. Ich werde mir gleich noch auf jeden Fall schaue ich mir noch einen Film an. Wie spricht man es aus? Ach, diese Musik meinst du? Nicht die hier. Okay, die erste. Okay. Dann kann ich das nachvollziehen. Terrifier? Wie heißt denn der Film nochmal? Die lasse ich ja nicht an den Schülern aus. Die lasse ich an den Noten aus. Ist ja was anderes. Oder? Okay, machen wir es anders. Gibt es irgendeinen Horrorfilm, wo Kinder abgeschlachtet werden? Normal gewinnen die kleinen Bastarde ja immer am Ende. Macht doch nur Spaß. Ich würde doch niemals irgendwas an meinen Schülern auslassen. Hab ich noch nie. Man kennt mich in der Schule als ruhig und gewissenhaft. Als ein Vorbild. Für Eltern, du dumme Sau! Mein Gott, ey. Alle meine Entos schwimmen OPDC, schwimmen OPDC, Kopfchen in das Wasser, Schwänzchen in der Höhe. Oh Gott, ey. Komm, wir befreien mal das Tütchen. Was haben wir hier? Wir haben den. War das nicht der Helikopter? Pass auf. Den benutzen wir gleich. Ich weiß schon wo. Das war doch der Helikopter, oder? Nein. Helikopter. Denkt sich so eine dumme Scheiße aus. Wenn noch irgendeiner im Leben sagt, wozu brauche ich denn eine Gedichtsanalyse später? Das braucht man doch gar nicht. Doch, das braucht man. Das hier braucht man nicht. Das ist das, was man im Leben nicht braucht. Dieses Dreckspiel. Natürlich klappt das nicht. Nie wieder auf LA Noir schimpfen.
da das unlogisch ist oder keinen Sinn ergibt. Dingen ist ja sehr gut. Danke, dass du mir beipflichtest. Das Dingen ist ja, ab hier weiß ich nicht weiter. Wo lang muss ich? Ich muss doch nicht auf diesem Teil da landen, oder? Muss ich. Muss doch nicht jetzt. Oh mein Gott. Nicht ehrlich, oder? Wo komme ich da hin? Oh Gott. Muss ich. Hä? Muss ich. Oder? Muss ich von da auf das. Nee, das ist zu hoch, oder? Da komme ich doch niemals aufs Hühnchen drauf von hier. Nee, da komme ich auch gar nicht hoch. Oh Gott, da ist aber der Fall. Moment mal. Ach, komm schon. Das ist doch jetzt ein Witz. Da hoch? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Wie soll ich denn da hochkommen? Fuck. Natürlich. Ich bin 80 Jahre zu jung für den Scheiß. Was geht's denn da? Mir doch egal, Axel. Schattenkinder. Nee, kann ich auch nicht. Was ist denn ich sperre meine Kinder auch in meinem Keller. Dachboden. Ich würde es ja gern schaffen, aber ich weiß nicht wohin. Ich weiß echt nicht wohin.
Da ist das Hühnchen, das zeigt nach oben. Und dieses Teil kann ich auch aktivieren, aber da komme ich doch niemals drauf. Ey, Chick war gut. Chick war in Ordnung, oder? Wenigstens kein Buch aus den 50ern. Wie hoch sind wir? Nee, niemals kommen wir so weit. Selbst mit... Okay, Glück gehabt. Ich weiß es echt nicht. Aber irgendwas muss ja auch da sein, oder? Sonst wären diese Dinger da nicht. Muss ich hier... Ich gehe mal hier jetzt lang. Muss ich vielleicht hier lang? Da außen irgendwie? Hier der gelbe Vogel kenne ich, das haben wir damals in der Schule gelesen. Schule. Tara, da ging es ums Erwachsenwerden. Alter, leck mich doch am Arsch. Tara, du schreibst gerade im Chat übrigens mit dem Vorbild von Chick. Also dem vom Autor. Der gelbe Vogel war Hitlerzeug, wenn ich mich erinnere. Das war doch dieses Mädchen, was nicht reden konnte. Mit dem Trauma und wegen Papierflieger, oder? Ich fand das Buch tatsächlich ziemlich geil. War das das Franzosenbuch? Ja, mit einer... Ja. Siehst du, Frankreich. Das war echt gut, das Buch. Don Machino ist Russe und jeden Tag besoffen. Naja, nicht jeden Tag. Ja, doch. Das ist richtig. Das fand ich auch ziemlich gut. Wir haben das in der... Da waren wir im neuen Klassenraum. Das muss dann also... 8. Klasse? 7. oder 8. Klasse haben wir das Buch gelesen. Das war richtig gut. Das Ende war richtig übel. Ich bin so dumm. Das Ende war ein richtiger Downer von der gelbe Vogel. Das weiß ich bis heute noch. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was passiert. Ich weiß nur noch das Ende. So halb. Also ich weiß zumindest, dass es nicht gut ausgeht und wie es ausgeht. Aber ich weiß auch nicht mehr den Weg dahin. Da kann ich nur jedem empfehlen. Der gelbe Vogel ist echt gut. Aber das coolste Buch, glaube ich, was ich je in der Schule gelesen habe, war der talentierte Mr. Ripley. Weil hat man... Da gibt es auch einen Film von ziemlich modern auch. Was heißt modern? 10, 15 Jahre? Da ging es um Identitätsfälschung und so. Aber richtig geil. Mit Mord und allem möglichen. Oh mein Gott. Alter. Weil die Welle haben wir auch in der Schule gelesen. Die Welle von hier. Die Welle war eigentlich auch okay. Ich drück die ganze Zeit R2. Der Junge auf dem Berg kenne ich nicht. Wir haben auch nie die Physiker gelesen. Da lesen, glaube ich, auch viele. Was hatten wir dafür? Oh, ich weiß noch zwei der schlimmsten Bücher überhaupt. Aber das Oberstufenzeug werdet ihr niemals lesen.
Also nicht, dass ihr nicht in die Oberstufe kommt, sondern hier auf unserer Schule werdet ihr es niemals lesen. Christa Wolf, Cassandra. Also Christa Wolf, die Autorin. Das schlimmste Buch, was ich je gelesen habe. Wo finde ich da die erste Seite? Ich habe kein einziges Wort verstanden. Nicht ein Wort. Ist da die erste Seite? Bitte. Das Gesicht macht schon keinen Bock mehr auf Lesen, aber... Komm, erste Seite. Komm schon, gib's mir. Ah, oh, da ist es. Du kriegst das Buch. Cassandra, es geht um den Trojanischen Krieg. Da denkst du, es ist richtig geil. Trojanischer Krieg, Griechenland. Odysseus. Und wer war denn das mit der Ferse? Achilles. Ja, denkst du, richtig geil. Dann schlägst du dieses Buch auf. Hier war es. Da stand sie. Diese steinernen Löwen. Jetzt kopflos, haben sie angeblickt. Diese Festung, einst uneinnehmbar, ein Steinhaufen jetzt, war das Letzte, was sie sah. Ein lang vergessener Feind und Jahrhunderte. Sonne, Regen, Wind haben sie geschleift. Unverändert der Himmel. Tiefbauerblock, hochweit. Na, die zyklopisch gefügten Mauern. Heute wie gestern, die den Weg, die Richtung geben. Zum Tor hin, unter dem kein Blut hervorquillt. Ins Finstere, ins Schlachthaus und allein. Mit der Zählung gehe ich in den Tod. Hier ende ich, ohnmächtig und nichts, nichts, was ich hätte tun. So geht das ganze Buch. So geht dieses ganze Buch. Das ganze fucking Buch geht so. Alter Vater. Kein Wort verstanden von dem Scheiß. Ja, Welle war geil. Ah, mach ich die hinsetzen. Und was wir in der 5. gelesen haben, das fällt mir gerade ein, das war eigentlich auch ziemlich cool. Wo ist es? Da erinnere ich mich auch noch dran. Mit Jeans in die Steinzeit. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Irgendwelche Kinder finden eine Höhle. Oder so. Mit Steinzeitmale. Was war das? Für Eingang zu einer Eisensorte in den zwei. Ah ja, stimmt, die wurden ja abgeschnitten. Ja, aber wirklich, ey. Aber ich hatte auch den klassischsten Deutsch- und Geschichtslehrer. Also, der hat auch beides gemacht. Ever. War so ein älterer Mann, genau wie du gerade saßt, mit Rollkrank, Pulli und Cognac. Und der hat immer selber vorgelesen und zwar in so einem Tempo. Wirklich so alter Mannstimme und so richtig langsam. Ein Satz hat 10 Minuten gedauert. Und der hat halt auch hier Geschichte und so diese ganzen Texte im Buch immer selber vorgelesen. Etwa wirklich, wie du es dir klassisch vorstellst, so alle am Schlafen. Keiner konnte da wach bleiben. Alter. Ja, so war das. Nur, dass er jeden Text so vorgelesen hat, nicht nur Prosa. Ihr kennt ja aus Zeitreise, wer jetzt hier bei uns... Oder... Och, komm schon. Das Geschichtsbuch Zeitreise, ihr kennt ja die Verfassertexte, die sind ja nur so, ne? Der hat da ungelogen 10 Minuten für so einen Text gebraucht. Der hat da, wie gesagt, auch immer selber vorgelesen. Der hat noch niemals irgendwie drangenommen, eins zum Vorlesen. Immer selber. Warum bin ich so dumm? Haben wir noch gelesen, Herr Oberst? Am 10. weiß ich gar nicht mehr, was wir gelesen haben. Ah, wir haben auch Huckleberry Finn gelesen. Aber die Version natürlich mit den Wörtern von damals.
hatten wir noch? Andorra. Das haben wir in der 9. gelesen, Andorra. Oh, das war übel bei uns in der Schule dann. Ich sag nicht warum, das kann ich nicht erzählen. Aber das war nicht gut. Also das Buch vielleicht... Oh Gott. Rosa muss... Brauchen manche... was meinst du? Jetzt habe ich nie aufgepasst. Kennst du Andorra? Chin? Alter, ich habe schon wieder R2 gedrückt. Oh, Alter. Vater, warum drücke ich R2? Ach, R2 ist bei Hogwarts schießen. Deswegen will ich die ganze Zeit schießen drücken. Mit R2 und hier ist es rollen. Oh. Ja, genau das. Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hast du Andorra gelesen, Jin? Oder kennst du das? Oder meinst du, das ist ein Buch, als die Schwarzen kamen? Weil ich meine, in Andorra kommen am Ende halt die Schwarzen. Jetzt nicht auf Hautfarbe bezogen, sondern... was anderes gemeint. Ich mach's schon wieder. Warum warte ich nicht ab? Du schlägst dich gut weiter so. Kann nicht wahr sein, ey. Nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Ist doch gar nicht so einfach, mit zwei gebrochenen Händen das Spiel zu spielen. Aber ich kämpfe mich da jetzt durch. Trotz des Schmerzes. Ich weiß schon, welchen Film ich gleich nochmal sehe. So, wer den Film noch nicht kennt, ist ein Kinderfilm. Könnt ihr euch ruhig ansehen. Nee, nicht Teil 2. Teil 1 ist besser. Geht es um einen Clown, der ist... Der macht eine Show für Kinder und so. Der ist super lieb. Ist ab 10 Jahren freigegeben. Ne, da passiert nichts. Was habe ich denn für ein Item? Den Winkelmesser.
Kennst du das Buch, Kenta, eigentlich? Zu S? Oder lass mich anders fragen. Weißt du, was die Kinder machen, als die in der Kanalisation sind und verloren gehen? Beim ersten Mal mit bei S? Als sie so 12 sind? Boah, da hatte der richtig eine Kokslein gezogen, als er das geschrieben hat. Ja, die sind ja da verloren im Tunnel, ne? Ja, genau das machen die. Da ist ja ein Mädel dabei, die wird erstmal gegangbangt. Und dann finden die magisch, warum auch immer, den Ausgang. Dachte erst, das wäre eine Metapher für irgendwas, aber die Vögeln wirklich. Warte mal, muss ich hier lang? Ne, Moment, da komme ich ja her. Okay, jetzt kommst du. Das ist so bekloppt, ey. Ah, genau, wie da nicht aufzupassen. Ich bin tot. Oder? Oh, doch. Guck mal, sieht aus wie ein Hühnchen. Kein Wunder, dass wir die ganze Zeit verkacken. Da ist ja gar kein Körper drin. Mal zählen, wie viele Leichen hier sind. Sind ja nicht 120, sind ja weniger. Mal diese Musik. Gibt's hier einen Aufzug? Guck mal, wo bin ich denn hier gestorben? Moment mal, da ist doch kein Ritter, oder? Doch. Bestimmt weggeschleudert. Guck mal, wie weit wir gekommen sind. Vielleicht hier hoch? Wahrscheinlich nicht. Und das bringt mir wahrscheinlich auch nichts. Ich werde morgen sowas von L.A. Noir spielen. Wahrscheinlich nicht durch. So viel Zeit habe ich dann doch nicht, aber ich werde so... Ich werde so glücklich sein, dieses Spiel zu spielen und nie wieder über das Spiel meckern. Was eine Rotze ist das hier, ey. Oh, wir haben den Heli... Ich habe nichts gedrückt. Ich habe nichts gedrückt. Auf jeden Fall eine Sache noch probieren. Oh mein Gott, ey. Warum habe ich dieser einen Person versprochen, ich spiele nicht Hogwarts, wenn sie nicht da ist? Ich könnte jetzt... Könnt jetzt irgendwelche Trolle verzaubern und Kobolde schlachten und Pferde bürsten. Und stattdessen mache ich das hier. Hm.
Komm, ich will eine Sache testen und dann habe ich keinen Bock mehr. Ja, dann muss ich erstmal wieder so weit kommen. Ich habe... Genau, um die Tiere kümmern. Das mache ich immer. Das ist richtig und wichtig. Boah, ich kann nicht mehr, ey. Morgen früh erstmal Laufbahn-Screen. Um die Wut rauszulassen. Ah ne, scheiße, ich muss arbeiten korrigieren. Ah, schade. Warum, ey? Warum? Ja, genau das. Ach komm, triff doch. Warum verkacke ich jetzt eigentlich diesen Sprung? Ja, okay. Jetzt. Ach, hier muss man einfach abwarten. So, ich hab den... Oh Gott, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Bitte. Ja, okay. Ich bin jetzt auch schon über den Peak, dass ich mich überhaupt gar nicht mehr aufregen kann. Also nicht von, dass ich es nicht will, sondern ich kann es nicht mehr. Ah, ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren. Ah, ich habe keine Kraft. CSGO heute und diese Scheiße. Das ist der schlimmste Samstag seit knapp einem Jahr. Ja, ich habe auch keinen Film gleich mehr. Ich will eine Sache noch testen. Ich wollte ja bei Kill 120 eigentlich. Aber ich habe eine Idee, die muss ich jetzt noch machen. Oh mein Gott. Ich muss mich nur einmal konzentrieren. Einmal. Weil ich hoffe, das Zeichen, was ich habe, ist der Helikopter. Darauf baue ich jetzt. Nein, bitte, bitte.
Ich weiß auf jeden Fall, was ich vorhab, ist nicht das Rätsels Lösung, wenn ich jemals wieder an dieser Stelle bin, wo ich nicht weiterkomme. Aber es wäre eine Möglichkeit, um weiterzukommen. Wenn ich das Spiel austricksen kann. Damit gleich. Ich könnte schon längst fertig sein mit diesem Rotzspiel, wenn ich mich einmal für die Sprünge die Zeit nehmen würde. Aber irgendwann nach so 10 Sprüngen denkst du, du bist gerade im Flow, machst weiter und dann stürzt du ab. Ganz bewusst jetzt Zeit lassen. Wir müssen nicht direkt drüber. Wir können uns Zeit lassen und springen dann. Und springt zu weit. Natürlich. Ich schwöre bei Gott, ich werde noch, was ich vorhabe, durchziehen. Egal, ob da 150, 200 oder 390 steht. So, das ist doch ein Witz. Ich war so kurz davor, das auszuprobieren. So kurz. Ich wollte nur eine Sekunde lang, musste ich nur stehen bleiben. Das kann nicht wahr sein. So, jetzt kommen wir da aber direkt wieder hin, weil wir geben uns Mühe. Letzter Versuch. Einer noch, der zählt eben nicht. Thank you.
Nein, nein, nein! Der zählte nicht. Der war asozial, der Versuch. Jetzt kommt der letzte. Ich will einen vernünftigen noch haben. Der war jetzt scheiße wegen den Drehteilen, die zählen nicht. Die sind unfair. Sprungteile sind einfach scheiße. Ganz ehrlich, ey. Das sind die beschissensten Teile. Die zählen nicht. Na, das ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Ohne Lüge jetzt. Hab gelogen, mach noch einen. War diesmal ehrlich jetzt der letzte, ich kann nicht mehr. Zwei Stunden fast. So ein tolles Spiel, jetzt kann ich es noch irgendwann wie Fountain. Kann ich auch nicht schaffen mit der Musik. Ein Versuch mit anderer Musik machen. Ja, mit der Musik wird's klappen. Der Musik kann es nicht klappen. Die ist gut. Mit der wird's laufen. Das ist der Versuch. Ihr könnt schon mal den Clip bereithalten. Das ist der Versuch. Den schaffen wir. Mein Plan ist wasserdicht. Ja? Verstanden? Wegen Wasser hier mal tot? Wasserdicht? Hm? Pass auf. Einen noch. Fürs Feeling. Jetzt sind wir so kurz davor, das Level zu schaffen. Einen Versuch brauchen wir noch. Na, das ist jetzt aber wirklich der letzte. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist der letzte. Wenn der jetzt daneben geht, dann hören wir auf. Ich hab gesagt, die Drehteile zählen nicht, also habe ich noch einen Versuch. Na, wenn wir jetzt nicht von den Drehteilen sterben, dann war's das jetzt. Thank you.
Ja, das ist es. Das ist der Versuch. So, jetzt probiere ich, was ich seit 30 Minuten probieren will. Die lenken die ganz ein, noch ohne Musik. Das hat man wahrscheinlich nicht mitbekommen, was ich vorhatte, weil ich aus Versehen mal wieder L2 gedrückt habe. Ich wollte dieses Hühnchenschild aktivieren. Moment, vielleicht kriege ich ja jetzt nochmal das Teil. Ich hab nichts gedrückt, das zählt nicht. Ich wollte dieses Hühnchenschild aktivieren. Dann wollte ich mit dem Helikopter rüberfliegen. Weil der gewinnt ja an Höhe. Da wären wir mit locker rübergekommen. Das war der Plan. Dann wurde ich, als ich den aktiviert habe, von diesem scheiß Drehteil erwischt. Die zählen ja nicht, deswegen der Versuch jetzt noch. Jetzt habe ich keinen Helikopter mehr, ne? Helikopter, Helikopter. Nee, jetzt reicht's wirklich. Fick dich, du Dreckspiel. Komm, 3 GB können wir drauf lassen. Oh! Wie viel habe ich jetzt? Kann ich das noch wie fahren? Ich will nicht mit Wut in den Sonntag, von daher. Wo ist es da? Nicht wirklich. Ich 5 Minuten zu lang gespielt, um es zu refunden. Das ist nicht wahr. Schlaf gut.